Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Derail Valley. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, tatsächlich seit dem letzten Mal. Und wir werden jetzt mal gucken. Es ist nämlich nicht nur Zeit vergangen, es ist nämlich auch ein Update passiert. Wir stehen hier mit unserer V100 immer noch an diesem Zug dran. Angekuppelt ist sie nicht mehr. Wir machen heute mal eine etwas andere Folge, denn mit dem neuen Update, was jetzt gekommen ist, wurden ein paar interessante Sachen hinzugefügt. Und ich möchte mich in der ersten Folge erst einmal auf die Suche begeben. Wonach auf die Suche? Das werde ich euch jetzt natürlich erzählen. Oh, guck mal, da steht noch eine V100. Wir teleportieren uns jetzt auch vielleicht mal vorerst erstmal nicht so wild durch die Gegend, sondern laufen einfach mal rum. Komme ich hier eigentlich irgendwo raus? Nee. Wir machen uns auf die Suche nach Katzen. hört sich komisch an. Aber Derail Valley hat jetzt sein Livestock-Update gehabt. Oh, lol, Tatsache 0, okay. Derail Valley hat jetzt sein Livestock-Update gehabt. Also Livestock ist Englisch für lebende Güter. Man kann jetzt, glaube ich, Rinder, also Kühe, ich weiß nicht, ob Schweine auch dabei sind, aber man kann halt jetzt Tiere transportieren. Und im Zuge. Da ist doch eine gerade lang gelaufen, oder? Da läuft was. Seht ihr das? Da hinten? Komm, da rennen wir mal hin. Was bist du? Bist du eine Katze? Das ist eine Katze, lol, wir haben sie. Oder? Eine Katze. Leider können wir die nicht als Haustiere halten. Rennt die weg von mir? Nö. Ich kann die auch nicht aufheben. Das wäre es noch, wenn ich die aufheben könnte. Aber da ist eine Katze. Jetzt gucken wir mal, ob er vielleicht. Oh, die kratzt sich sogar am hinterm Ohr. Oh, wie süß. Aber ist das die einzige? Jetzt laufen wir mal ein bisschen schneller und laufen mal hier durch die durch den Stadtbereich. Haben wir die erste schon gefunden. Also hier sollen wohl einige Katzen dann rumlaufen. Ich muss gleich auch noch. Genau, Hühnchen kann man auch transportieren. Hähnchen, Hühnchen, Hühner. Ich glaube, Hühnchen wäre. Hühnchen ist dann die Bezeichnung, ja, wenn es dann auf dem Teller landet. Nee, man kann jetzt man kann jetzt dann mehrere Tierarten transportieren. Das ist die erste Vorbereitung von denen in Richtung Fahrgäste. Es gibt ja mittlerweile Passagierwagen, gibt es jetzt ja schon länger. Die kann man ja spawnen über das Menü. Und der nächste Schritt soll dann dahin gehen, KI-mäßig, dass auch Leute hier langlaufen können. Dass man dann hier Personenzüge auch noch von A nach B fahren kann. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch eine Katze sehen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwelche Spawn-Bedingungen haben. Ich glaube, da hinten an der Mauer sitzt eine, oder? Ist das auch eine Katze? Sieht so aus, oder? Oder was ist das? Ist das ein Müllbeutel? Das wäre ziemlich groß für eine Katze, oder? Es ist ein Müllbeutel. Mal gucken. Vielleicht ist auch die schwarze Katze. Ist auch schön, dass wir als erste Katze eine schwarze Katze gesehen haben. Das bringt uns natürlich sehr, sehr viel Glück. Gehen wir mal hier auf die Wagen drauf. Gucken wir mal, ob wir von hier aus eine bessere Aussicht haben und eine Katze erspähen. Da hinten steht auch noch unsere Dampflok mit unserer
Oh, der Ventilator läuft noch. Batterie haben wir quasi auch leer gefuttert. Ne, so ist Handbremse angelegt, ne? So. Die Dampflok könnten wir im Prinzip eigentlich auch mal wegrangieren. So. Aber das ist vielleicht etwas für eine andere Folge. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Ich würde nämlich gerne nochmal nach den Katzen, wie gesagt, Ausschau halten. Frage ist nämlich, ob wirklich nur schwarze Katzen existieren oder auch andersfarbige Katzen. Das Ding ist, ich kann so eine Katzensuchfolge jetzt ja auch nicht ewig in die Länge ziehen, zumal wir die ja schon gefunden haben. Wir gucken uns das jetzt gleich hier im Bahnhofsbüro mal an, wegen den Tieren. Und dann werde ich mir mal raussuchen, was ich dann in der nächsten Folge machen werde. Eine Katze haben wir hier gefunden, hier in der Nähe. Ist die hier zufällig noch irgendwo? Vermutlich nicht. Vermutlich hat die jetzt auch die Spur. Ach doch, da läuft sie. Gibt's auch... Hast du auch noch Geschwister hier irgendwo, Mizi? Wir wechseln. Wir gehen mal ins Bahnhofsbüro rein und machen, sorgen mal dafür, dass es jetzt Tag wird. Wo ist denn das blaue Licht? Ne, das grüne Licht fürs Bahnhofsbüro. Das bräuchte ich gerade mal. Wo ist das Da ist der Shop, ne? Hier ist dieser, ist einer der Shops, ne? Was gibt's hier eigentlich zu kaufen derzeit? Ghetto Blaster. Kassette, 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 Kassette. Garagenschlüssel von Reginald. Daran erwartet ich ein neuartiges Fahrzeug. Okay. Wie viel haben wir noch im Portemonnaie? 97.000. Das können wir mal kaufen. So. Garagenschlüssel von Reginald. Und den Schlüssel stecken wir auch mal ein. Den Scanner lasse ich aber hier. Den brauche ich nicht. Aber dann haben wir jetzt auch schon mal was jetzt in der Folge gemacht. Reginalds Garage Key. Oh, dann haben wir die... dann haben wir den Bremswagen für unsere Züge. Auch gut. Damit könnten wir uns eigentlich mal in der nächsten Folge auf die Suche begeben. Jetzt gehe ich nur noch erstmal auf der Suche nach dem Bahnhofsgebäude. Da. Guck nach rechts. Hm, wo ist dieses Bahnhofsgebäude? Ah, links. So. Die Garage wird entweder da sein, da sein. Hier nicht, da ist das Tutorial-Gebäude. Da könnte sie noch sein. Oder da. Aber mal gucken. Ich glaube, hier stand aber die kleine Dampflok, oder? Bevor man sie dann zu dem Zeitpunkt, als man die noch nicht fahren konnte. So, wir gucken jetzt erstmal Altmetall nach Stahlwerk. Das wäre eigentlich etwas, was wir auf dem Weg mitnehmen könnten. Stahlwerk. Vom Stahlwerk aus. Das wäre an sich eine Möglichkeit. Das wäre schon eine Idee.
Gibt zwar nur 14.000 und ist eigentlich... Aber würde immerhin eine Leerfahrt verhindern. Und damit würden wir durch das Farmgebiet durchkommen. Aber es ist sehr, sehr schwer. Ich sage einfach, wir teleportieren uns da jetzt hin. Aber vorher gehen wir mal noch eine Runde schlafen. Irgendwo werde ich hier doch bestimmt schlafen können. Da schlafe im Bett. Ich würde gerne pennen bis 7.28 Uhr. Und schlafen. So. Ich will jetzt nämlich nochmal nach den Katzen Ausschau halten. Mal gucken, wo die jetzt ist. Ob die hier in der Nähe ist. Ob ich die jetzt besser sehen kann. Weil schwarz bei Dunkelheit ist für euch... Da hinten ist sie. Die rennt hier ja richtig rum. Jetzt bleibt bloß nicht in der Schiene stehen. Oh, sie bewegt sich wieder. Na komm, bleib stehen. Wo rennst du denn hin? Wo rennst du hin? Wo willst du hin? Ich will doch nur ein schönes Foto von dir machen. Ah, so süß. Mann, ist die süß. Ich will dich streicheln. Lass dich streicheln. Übrigens, keine Sorge, die sind nicht überfahrbar. Die sind gegen Züge, sind die immun. Miau. Miau. Ach, wie süß. Na, ich finde das niedlich. Das ist ein interessantes Update. Naja, gut. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns jetzt einmal. Wo habe ich die denn? Wir teleportieren uns jetzt einmal zum Farmgebiet. Und da gucken wir dann mal. Das machen wir mal von der Dampflok aus. Und was von der Dampflok aus oder von unserer kleinen V100? Miau. Komm, wir nehmen mal... vor allem ist es keine kleine Dampflok, die wir haben. Wir machen es von hier. Dann Schnellreise mit Lok. Kostet uns 3.800. Aber gut, wir werden dann in der nächsten Folge dann, denke ich mal, gucken, was wir dann hier im Farmgebiet machen. Wir werden irgendwie so einen Viehzug oder irgendwie sowas werden wir mal fahren. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.